So, wir sind jetzt also dabei, die Geheimnisse zu lüften, die unser neuer Schlüssel uns bisher verborgen hatte. Und das trifft sich gut, das trifft sich gut. Ich habe immer so ein bisschen Bedenken, wir haben jetzt hier ein Magazin gefunden für die Pistole und auch für die Shotgun, ein paar Shells. Und ich habe echt immer Bedenken, wenn ich so viel Munition finde, also relativ viel. Ihr habt gesehen, bisher war da nicht viel mit Munition. Da ist ein Schalter oder was? Nee. Dass irgendwas passieren wird, wo wir diese Munition auch brauchen werden. Und deswegen Resident Evil uns hier schon ein bisschen prepared sozusagen. So, da hinten. Genau, da haben wir schon. Okay, dann durch die nächste Tür. Vielleicht kommt es auch jetzt schon zum Einsatz. Okay. Bleib mal liegen, mein Freund. Bleib liegen. Ah, oh, ich kann nicht mal vorbeirennen. Na. Oh. Okay, so kann man das Ganze natürlich auch lösen. Wir sind aber noch fein. Fein, fein. Komischer Raum. Was ist hier, so ein Beichtstuhl oder? Ein Inquibin. You can't carry anymore, aber wir brauchen auch kein Inquibin. Da haben wir noch genug. Ein Spiegel. Ein Riesenspiegel. Wenn wir hier so viel Pflanzen finden. Wisst ihr was? Use. So, und einen neuen nehmen wir mit. Will you take the Queen Herb? Yes. Aber was ist das für ein Raum? Nothing major. Ein Riesenspiegel und da liegt noch was, oder? Ne, das ist das Inquibin. Was ist das? You don't have the key for this room. But welche Key wir brauchen, sagt sie nicht. Okay. Dann kommen wir da erstmal nicht weiter, denke ich. Hat uns aber viel Muni und auch Herbs gebracht. Und es war ja, wie gesagt, der erste Raum erst, den wir jetzt betreten haben mit unserem neuen Schlüssel. Übrigens, neue Driver-Episode, heute auch hochgeladen. Gibt es wieder massig Content heute. Und da hatte ich auch schon erwähnt, ja, dass unser neues Kanaldesign da ist. Ich hoffe, es gefällt. Wurde jetzt lang rumexperimentiert dran. Und ja, was hatte ich da noch erwähnt im Driver-Video? Genau, AskFM, Facebook, Twitter, könnt ihr uns folgen. Haben wir im Kanalbanner, habe ich das verlinkt. Oder auch unter jedem Video in der Description. Da werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, kommt eine kleine Nachricht zu, neues Video. Da könnt ihr dann nichts verpassen. Und hier haben wir jetzt den Menschen-Key ein weiteres Mal benutzt. Ich sehe Herbs. Leider sehe ich sonst nicht viel. Mann, warum so viel Herbs und so viel Munition? Verdammt. Richard, what happened? Ach du Scheiße. Oh Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! You're wounded. What kind of demon attacked you? It was a huge snake. And also poisonous. Ugh. Poisonous? Oh no. Richard, hold on. There is serum. Oh no. I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Verdammt. Der arme Richard ist von einer Riesenschlange, die auch noch Gift injiziert, irgendwie attackiert worden und wir brauchen ein Serum. Oh, das wird uns angezeigt. Moment, das ist jetzt der Second oder der First Floor? Ich glaube, das ist der First Floor, ja. Da müssen wir schnell wieder runter. Wo sind wir hergekommen? Von da.
Ach du Scheiße. Hoffentlich hält er durch, der Kamerad. Und ich wäre ja kaum überrascht, wenn uns da auf dem Weg nicht irgendwas aufhalten will. Aber jetzt kommen wir langsam in Fahrt in Resident Evil. Und diese Atmosphäre ist einfach... Ja, ich kann es nur immer wieder sagen. Auch diese Spielerei mit diesen festen Kameraperspektiven. Diesen ist überhaupt zu verdanken, dass auch die Hintergründe vorgerendert werden konnten, was natürlich auch die riesen Atmosphäre ausmacht bei Resident Evil. Vergleicht man es mit Titeln aus dem Jahr. Bin ich überhaupt noch richtig? Ich habe so im Kopf, dass wir da lang müssen. Ja. Der Raum mit der Treppe. Mann. Ah, it's locked. Moment, ich kann doch hier durch, ne? Bin ich jetzt überhaupt noch richtig? Ich bin ein bisschen unter Stress hier. Da sind wir wo reingegangen? Von dort? Das heißt geradeaus, vorne links oder was? Probieren wir mal. Also mit der Map komme ich nicht so ganz wirklich zurecht, aber ich bin eh nicht so der Orientierungstyp, habe ich so das Gefühl. Bei Driver hatte ich da ja auch meine Schwierigkeiten. Nochmal ganz kurz schauen. Jawohl. Das heißt, wir gehen da rein, um die Ecke. Und da müsste die Tür... Ach, in der Kiste. In der Kiste. Ne? Ja. Ah, ja klar, Serum. Oh, natürlich. Hatte sie ja gesagt. Jetzt können wir natürlich nicht mehr mitnehmen. Müssen wir es da lassen. Schauen wir mal, was können wir denn jetzt entbehren? Munition will ich wirklich nicht weggeben. Wir haben ein paar Herbs auf dem Weg gefunden. Lassen wir das auf jeden Fall da. Und nehmen das Serum mit für Richard. Will you take the serum? Yes. So. Ach Gott, jetzt muss ich auch noch wieder zurückfinden. Moment, die Treppe geht ja auch im zweiten Stock. Ich bin ein bisschen verdutzt, dass nichts passiert ist auf dem Weg. Irgendwie hätte es jetzt richtig reingepasst. Ich glaube, da lang. Also ja, man kann echt sagen, so, das Spiel, da will ich nur in diesem Herrenhaus, aber guckt euch das an. Ich verlaufe mich da hier per Folge 8 Mal. Weil es so verschachtelt ist einfach. Oh, ich rieche meine Pommes. Ich habe Pommes im Ofen. Selber gemachte Pommes. Selber handgeschnitzt. Ich hoffe, dass die mir jetzt nicht verkokeln, während ich hier aufnehme. So, Richard, mein Freund, halt durch. Tante Jill ist unterwegs. Mit dem Fläschchen. Das Fläschchen für Richard. Hier war das, ne? Richard? Here's the serum! Richard, hold on! I'll give you a shot now! Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... Ach du Scheiße. No! Richard! Jill, be careful. Letzten Worte, als das Leben ihm ausgehaucht wurde, war noch, dass wir aufpassen sollen. Was für ein klasse Typ, leider dahin. Ja, jetzt haben wir Serum dabei. Ah, das hat sie ihm injiziert, okay. Dann schauen wir mal, ob wir ihn wenigstens irgendwie rächen können.
Riesenschlange. Mach dich auf uns gefasst. Oh, blutiger Handabdruck und Blutspuren auf dem Boden. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah, ich hänge an der Treppe, ich hänge an der Treppe. Weg, 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 weg. Oh, das war ja mies. Ach, der ist schon tot wieder. Oh, ich muss mal drauf achten, ob da immer Blut rauskommt. Aber wir sind noch fein. Die verursachen nicht so viel Schaden wie ihre beißwütigen Freunde. Moment, kann man das Blut untersuchen? Nee, dann laufe ich dann bloß da hoch. Schau mal da oben. You've used the mansion key. This key is useless now. Okay, das war der mit dem Schild. Ah, übrigens, Moment mal. Ich glaube, wenn ich mir das angucke, weil da immer Mansion Key bloß steht. A carving of an armor. So, jetzt heißt er nämlich Armor Key. Das ist mir nämlich nach der Folge, wo wir die Schlüssel gefunden haben, eingefallen, dass das so war. Sollen wir mal durchgehen? Ja, schauen wir mal. Ganz schön viel Nervenkitzel in der Episode, wenn man es vergleicht mit der letzten. Okay, jetzt sind wir wohl auf dem Dachboden. Das ist mir gar nicht mehr bekannt hier oben. Books and gadgetry. Nothing useful. Ach du Schande. Er hat nicht übertrieben. Das ist eine Riesenschlange. Ey, hör auf, ey. Oh, da hast du ja gar keine Sonne. Jetzt wäre die Bazooka natürlich nicht schlecht. Oh Mann, 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 oh Mann. Ach, bis ich immer bereit bin zum Schießen. Hat das... Nee, das kann ich vergessen. Wir müssen abhauen. Wir müssen hier raus. Oh nein, geh weg. Ja, das war's. Und vorbei. You died. Another time. Ja, das zweite Mal gestorben in Resident Evil. Und da startet schon wieder der Trailer. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir es in der nächsten Folge packen werden. Ich glaube, wir lassen den Raum erstmal beiseite, bis wir wieder Munition für die Bazooka haben. Und ja. Seid gespannt. Mit dem Intro verabschieden wir uns heute. Und das war euer Twix. Bis zum nächsten Mal bei Resident Evil.